Antwort auf die Frage, wie mache ich eine Stop-Motion? Geh auf deine Fotos oder Bilder und mach mehrere kleine, kurze Ausschnitte von deinem Pferd. In diesem Fall soll mein Pferd jetzt einmal um den Platz laufen, weshalb ich es dann immer ein Stückchen weiter nach vorne stelle, damit es dann am Ende so aussieht, als wenn es halt laufen würde. Immer ein kleines Stück nach vorne rucken und wirklich nur 0 bis 1 sekündige Abschnitte von dem Ausschnitt machen halt. Genau, und das machst du dann so lange, bis dein Pferd halt einmal um den Platz gelaufen ist oder bis es gesattelt ist, wie auch immer, was du halt machen möchtest. Dann gehst du auf deine Schneide-App, bei mir, ich habe jetzt InShot, und klickst alle Clips an, die du halt gerade gemacht hast von deinem Pferd oder von deiner Aufnahme. Und das fertige Ergebnis sieht dann so aus. Ist jetzt nicht die